Elefant. Elefant, wo bist du? Hier. Hallo, guten Tag. Hallo, Elefant. Ich hab dich gesucht. Warum? Was gibt's denn? Guck mal, ich hab wieder eingekauft. Ich war im Secondhand. Oh, da hast du aber viel eingekauft. Das ist ja eine ganze Menge. Ja, Elefant, guck mal, 10 Teile. Ich hab mein Kontingent voll ausgeschöpft. Hast du auch was Vernünftiges mitgebracht heute? Oder sind das wieder lauter Sachen, die du nicht anziehen kannst? Elefant, das sind immer Sachen, die ich nicht anziehen kann. Das ist ja das Spannende dabei. Aber guck mal, hier ist eine Jacke. Die ist ein bisschen aus der Form. Und da hat schon jemand dran rumgenäht. Ein bisschen unprofessionell. Aber schau dir mal das Muster an. Da sind schöne Blumen drauf und Blätter. Und das Ganze in meinem Lieblingsgrün. Ist das nicht toll? Ja? Und weißt du auch schon, was du damit machst? Ja, für diese Jacke habe ich schon eine Idee. Und ich habe schon in meiner Stoffkiste geschaut, was ich damit kombinieren kann. Und dann habe ich nochmal ein Shirt. Guck, das ist das gleiche Grün. Dann habe ich hier nochmal ein Shirt. Das ist ein ganz besonderes Grün. Das ist schon fast gelb. Guck mal, ist das schön? Das ist schön, ja. Aber da habe ich leider noch nichts Passendes dazu. Das muss ich ein bisschen auf die Seite legen und schauen, wann noch was kommt und wann ich noch was finde. Aber das ist toll, nicht? Und dann habe ich noch ganz viel Unis. Aber was willst du damit machen? Ich weiß nicht, Elefant. Das lege ich in die Kiste und dann schaue ich mal und irgendwann brauche ich das. Das sind die. Guck, und dann habe ich noch 2 Herrenhemden mit kurzen Ärmeln. Das ist Webware, das ist kein Jersey. Aber ich nähe bestimmt nicht mein Leben lang immer nur Jersey-Shirts. Bestimmt nähe ich irgendwann mal auch wieder mal eine Bluse oder eine Tasche. Und dann wird dann das was. Und das ist das letzte, zeig mal. Ja, guck. Aber Angelika, das ist doch ein Herrenshirt. Was willst du denn damit? Das ist ja riesengroß. Ja, guck. Riesengroß, mit kurzen Ärmeln. Guck, das ist Ralph Lauren, was ganz Edles. Und das ist ein ganz dicker Jersey, das ist schon fast Sweat-Elefant. Weißt du, was ich damit mache? Nein, was machst du damit? Das wird ein Winterpullover. Da mache ich lange Ärmel dran. Und weißt du, ich habe schon geguckt in meiner Kiste. Guck, ich habe 2 Damenpullover-Rollis. Guck, Rollkragen, aber kurze Ärmel. Das ist etwas, Elefant, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Wenn's kalt ist, dass ich einen Rolli brauche, dann will ich doch keine kurzen Ärmel anziehen. Ja, das ist ein bisschen, ja, das ist, Ja, und weißt du, das ist auch Strick, das ist ein bisschen dicker. Das habe ich in 2 verschiedenen Grün. Und guck, siehst du das? Das ist exakt das gleiche Grün. Und das werde ich zusammen machen. Und das werde ich heute machen. Und ich zeig dir, wie das geht. Da bin ich aber sehr gespannt. Ja, Elefant, ich stecke das Ganze jetzt erstmal in die Waschmaschine bei 60 Grad, damit es mir nachher nicht mehr eingeht. Dann lasse ich es trocknen und dann zeige ich dir, was ich daraus mache. Da darfst du sehr gespannt sein. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ihr habt es bemerkt, ich bin Angelika. Ich fange jetzt gleich mit dem Zuschneiden an. Das hier ist besagtes Herrenshirt. Ich habe es unten schön bündig gesteckt mit Stecknadeln und auf einer Linie meiner Schneidematte ausgelegt. Nun messe ich von unten. In meinem Fall habe ich jetzt hier 51 cm. Das wird ein ziemlich langes Shirt. Aber ich schneide jetzt nichts weg. Es wird ja ein Wintershirt und dann ist es okay, wenn das lang ist. Ich messe jetzt über die gesamte Breite die 51 cm ab. Ich muss das heute mit Maßband machen, denn das Shirt ist größer als meine Schneidematte. Ich muss das auch in Etappen schneiden. So, jetzt kann ich an meiner markierten Linie mein Lineal anlegen und das Shirt zuschneiden. Ich habe das Schnittmuster für mein Passenteil jetzt auf den
Rolli aufgelegt. Und zwar unten bis an den Bund. Das heißt, ich werde den Bund dieses Pullovers mit dran lassen. Weil das ein Pullover Größe 38 ist, wird das hier ein bisschen, also es reicht gerade so. Weil der Bund sich zusammenzieht, habe ich mir jetzt hier ein Gewicht draufgelegt, dass sich das hier nicht irgendwie verzieht, bis ich mein Papier aufgesteckt habe. Weil ich die Seitennaht des Originalpullovers lasse, habe ich an meinem Schnittmuster einen Zentimeter vom Papier umgefaltet. Denn in meinem Schnittmuster ist ja ein Zentimeter Nahtzugabe bereits enthalten. Wenn ich die Naht aber nicht nähern muss, brauche ich diese Nahtzugabe hier nicht. Deshalb habe ich das Papier umgefaltet, bevor ich es aufgesteckt habe. Und nun kann ich den Rest einfach zuschneiden. Ich schneide jetzt hier zunächst einmal den hinteren Halsausschnitt und dann nehme ich das Papier ab, falte das so, lege das schön wieder in den Bruch, lege mein Papier nochmal auf. Falte den, das ist der hintere Halsausschnitt, das falte ich weg. Und nun kann ich das nochmal zuschneiden und dann habe ich hier einmal den hinteren und hier einmal den vorderen Halsausschnitt. So, heute mache ich meinen Pullover ein bisschen ungewöhnlich für meine Verhältnisse. Es wird ein bisschen asymmetrisch. Ihr seht, ich habe meinen zweiten Rolli nun flach ausgelegt und ich habe das Ärmelschnittmuster genau in die, also den Bruch genau in die Mitte gelegt. Jetzt kann ich das auffalten. Hier unten lasse ich den Originalsaum, das heißt, ich falte an meinem Schnittmuster die Saumzugabe weg, denn einen Saum muss ich ja nicht nähen. Dann stecke ich mein Schnittmuster auf. Und ihr seht, ich komme hier mit meinem, dem Spitzen hier vom Ärmel, hier in diesen Ärmel, also hier ist die Ärmelnaht. Das stört mich jetzt aber nicht, das lasse ich einfach. Stecke das so fest. Und ihr seht, hier oben komme ich in den Kragen, also in den Halsausschnitt. Das stört mich heute aber auch nicht. Das stecke ich auch einfach mal fest und dann werde ich das so zuschneiden. Aufpassen, dass es keine Falten gibt im Pullover. So, ich habe das jetzt so zugeschnitten. So sieht es jetzt aus. Also hier ist, wie gesagt, die Ärmelnaht. Davon wird man nicht viel sehen, denn dieses Teil verschwindet unter der Achse. Und hier oben ist der Kragen. Das hat jetzt auf der einen Seite hier ein bisschen Falten. Deshalb schiebe ich das jetzt nochmal raus hier, dass die Falten weg sind. So, und korrigiere das nochmal ein bisschen. So.
Und nun habe ich, weil ja am Pullover einmal ein hinterer, das ist der hintere und das ist der vordere Halsausschnitt des ursprünglichen Pullovers. Und deshalb habe ich jetzt hier zwei verschiedene Ärmel. Hier habe ich dann so einen kleinen Einsatz von dem Kragen und am anderen Ärmel habe ich einen größeren. Wie gesagt, ein bisschen asymmetrisch heute, ist eigentlich bisher nicht mein Stil, geht aber auch mal, warum nicht? Dafür ist es Upcycling. So, meinen Halsbeleg habe ich aus einem farblich passenden Jersey-Rest zugeschnitten. Und nun geht es auch schon ans Nähen. Das erste ist, ich schließe meine Schulternähte am Passenteil und bügle die Naht aus. Dann schließe ich meine Halsblende zum Ring, bügle die Naht aus und verstürze den Halsausschnitt mit dem Beleg. Dann nehme ich meine Ärmel und nähe die Längsnaht. Die Längsnaht bügle es aus und setze die Ärmel in mein Passenteil ein. Dabei ist es egal, welchen Ärmel ich jetzt auf welche Seite nehme. Wie gesagt, sie sind ja nachher verschieden, sie sind nicht symmetrisch heute. Und dann geht's weiter. Genäht wird das Ganze mit einer Jersey-Nadel, die hat eine abgerundete Spitze und einem elastischen Geradstich. Wer keinen elastischen Geradstich an der Maschine hat, verwendet einen schmal eingestellten Zickzackstich. So, wichtig, wenn man ein Fremdmaterial zum Verstürzen nimmt, die Blende so weit umlegen, dass etwa 1 mm vom Außenmaterial innen zu sehen ist. Dann ist außen auf gar keinen Fall Material von der Innenblende zu sehen. Ich mache jetzt hier noch eine Steppnaht drüber, dass das liegen bleibt. Das muss nicht versäubert werden, denn das ist Jersey, das franzt nicht. Ihr seht, ich habe hier relativ viele Stecknadeln drin. Je mehr Stecknadeln ich mache, desto weniger laufe ich Gefahr, dass ich Falten bekomme beim Nähen. Ich nähe von der Seite, die mir wichtig ist, also von rechts, damit ich nichts feststeppe, habe ich das Teil in diesem Fall auf links gedreht. Ich nenne das von innen nähen. Hier habe ich ein Herrenhemd, das ist nicht besonders, kein besonders interessantes Muster, aber das Grün ist exakt das gleiche Grün wie mein Hauptshirt. Ich schneide mir Schrägstreifen zu. Ich habe hier einen Ärmel eines Herrenhemdes unten mit dem Saum an meine Schneidematte angelegt. Und nun lege ich mein Lineal hier an der 45 Grad Linie an. Also die ist hier auf der Schneidematte aufgezeichnet. Und schneide das einmal an. Jetzt habe ich den Stoff hier im 45 Grad Winkel. Nun kann ich diese schräge Linie hier anlegen. Als erstes schneide ich mir jetzt hier noch den Saum. Also das ist der Saum des Herrenhemdes. Und nun kann ich mir hier 4 cm Breite Streifen zuschneiden. So, und nun setze ich das zusammen. So. Dazu lege ich das an einen rechten Winkel und das ebenfalls. Und nähe das jetzt hier so schräg zusammen.
Das ist die Stepplinie. Und so setze ich mir jetzt so viele Streifen zusammen, wie ich brauche. So, ich habe mir ein Schrägband gebastelt. Jetzt habe ich hier ein Stück Papier, das hat hier 15 cm Breite, liegt im Bruch und hat knapp 14 cm Höhe. Also hier liegt es im Bruch. Ja, hier. Das falte ich jetzt so, dass ich hier unten ein Quadrat habe. Und dann falte ich diese Linie nochmal hier oben hin. Dann habe ich hier 7,5. Das messe ich ab dieser Ecke hier. 7,5. Ab dieser Ecke 7,5. Und schneide das dann so rund ab. Und dann habe ich eine abgerundete Ecke. Und das ist die Schablone für meine Tasche. Die schneide ich mir jetzt ein Stück Stoff zu aus dem übrig gebliebenen Stück Ärmel. Da verwende ich oben hier diesen Saum. Das stecke ich mir jetzt auf mit Stecknadeln und schneide es zu. Ein Schrägband falte ich oben ein Stück um. Und das lege ich jetzt um die Kante. So, dann kontrolliere ich das, ob das überall gleichmäßig breit ist. Jetzt bügele ich das ein bisschen, dass diese Ecken hier wegkommen. Also hier, wo das Schrägband angesetzt ist, hier war es jetzt ein bisschen schwierig. Und dann steppe ich das nachher einfach auf mein Vorderteil. Einmal knappkantig hier außen und einmal knappkantig hier innen. 14 Tage später, meine Nähmaschine war kaputt. Ich habe mir jetzt 3 Taschen gemacht, mit Hilfe von Stoffresten und Schrägstreifen. Hier habe ich einen geraden Streifen und hier habe ich eine kleine Tasche aus 2 Stoffstücken, die ich verstürzt habe. Nun habe ich das Teil an mich hingehalten, damit ich weiß, wie hoch ich die Taschen aufsetzen möchte. Bei mir waren das jetzt 22 cm von oben bis zur Oberkante der Tasche. Dass ich nun beim Feststecken nicht das Rückenteil mit erwische, nehme ich einen Deckel aus der Küche, von einer großen Schüssel, stecke mir das dazwischen und jetzt habe ich hier eine Fläche und kann das aufstecken. Und nun arrangiere ich mir das nach Augenmaß. Ich mache das jetzt absichtlich unsymmetrisch. Also das mache ich jetzt ein bisschen links der Mitte, rein nach Augenmaß. Und das werde ich hier so drüber arrangieren. Das darf ruhig ein bisschen schräg sein.
Wenn ich das jetzt hier so aufsteppen würde, würde ich diese Tasche hier zusteppen. Deshalb muss ich nun das zuerst an das steppen. Ich die Naht hier aufsteppen, also dieses Teil auf dieses Taschenteil. Und danach lege ich dann das Ganze hier auf das Kleidungsstück. Dann muss ich diese Tasche aufsteppen. Und dann muss ich dieses Teil noch aufsteppen. Ist ein bisschen kompliziert, aber anders geht es nicht. Das habe ich jetzt hier aufgesteppt. Jetzt lege ich meine Tasche hier drauf. Stecke das fest und nähe diese große Tasche komplett außenrum fest. So, ich habe jetzt alle meine Taschen aufgenäht. Die kann ich voll benutzen. Die kann ich voll benutzen und die kann ich benutzen. So sieht das aus der Nähe aus. Hier habe ich noch eine Schlaufe reingenäht, dass ich da einen Karabiner einhängen kann für einen Schlüssel. So, jetzt muss ich nur noch das Oberteil und das Unterteil zusammensetzen und dann ist mein Shirt schon fertig. So, bei diesem dicken Material habe ich mich jetzt wieder für wenige, dafür große Falten entschieden. Und zwar für 3 Kellerfalten im Rücken und 3 Kellerfalten im Vorderteil. Wie man die ohne Messen und Rechnen ganz leicht legen kann, habe ich euch in diesem Video hier schon mal gezeigt. Und zwar von Minute 18 bis Minute 22. Jetzt werde ich das noch zusammensteppen. Mit einem elastischen Geradstich, natürlich von innen, wie immer. Und dann werde ich es ausbügeln und dann gibt es noch die Anprobe. Hier also nun das fertige Shirt. Das ist das Shirt von hinten. Da ist das Uni nicht spektakulär. Und von vorne die Taschen. Die andere Tasche. Und die kleine Tasche. Ich danke euch für euer Interesse. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zusehen. Ich hatte eine Menge Spaß beim Nähen. Ich hatte auch eine Menge Pannen heute beim Nähen, beziehungsweise dieses Projekt hat sich über mehrere Tage hingezogen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Und ich verbleibe bis zum nächsten Video. Eure Angelika. Tschüss.